Uns wurde mitgeteilt, wir sollen zur staubtrockenen Ruine. Und ich glaube, die befindet sich hier in der Richtung, oder, Kleiner? Hey, sieh da, mein Papa hat seinen Laden eröffnet. Wollen Sie nicht einen Blick riskieren? Wir haben coole Sachen. Es ist ein Ordenladen. Wir verkaufen Orden. Kommen Sie doch mal rein. Oh, Orden? Ja gut, ich könnte mich so ein bisschen mal umschauen. Wir haben viele seltene Orden, also schauen Sie ganz genau hin. Okay, Speedwirbel. Verlängert die Strecke, die Mario wirbeln kann. Okay, das ist ja damit hier gemeint. Auf der Overworld, dass wir uns hier so ein bisschen schneller bewegen können. Das ist ganz cool. 50 Münzen, ja, geht noch. Erstangriff. Ein schwächerer Gegner wird durch einen Erstangriff besiegt. Ja, ist okay, schätze ich. Und Multisprung. Mit dem richtigen Timing triffst du alle Gegner nacheinander. Nacheinander? Das ist nicht schlecht. Ja gut, es ist halt schade, dass hier nicht steht, wie viele Ordenpunkte das halt kostet. Aber irgendwie finde ich den Speedwirbel am besten. Ich frag mal nach. Oh, wusste ich's doch, Mario. Ich wusste gleich, dass du ein Auge für Orden hast. Das ist ein guter Orden. Speedwirbel kostet 50 Münzen, ne? Die Anzahl der OP für diesen Orden beträgt 1. Ah, jetzt sagt es mir, okay. Gut. Ich dachte, er sagt es mir, nachdem ich es gekauft habe. Nee, kurz bevor ich es kaufe. Auch gut. Vielen Dank. Ich ändere von Zeit zu Zeit mein Sortiment. Also schau hin und wieder einfach mal vorbei. Alles klar. Gut, dann rüsten wir es direkt nochmal aus. Warum mache ich das? Start. Start. Orden. Und tue ich mal den Rabattorden raus. Und dann haben wir hier den Speedwirbel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell wir damit sind. Ah, warte. Zoom. Zoom. Schau dir Marios Animation an. Der klopft sich so an die Brust. So wie Donkey Kong. Ja, ein bisschen schneller. Habe ich nichts gegen. Und hier scheint der Wicked frei zu sein. Richtig, etwas lecker? Was ganz Leckeres in diesem Haus. Da lebt nämlich Omelette. Sie ist die beste Köchin aller Zeiten. Sie hat mir ihr Rezept für die köstlichen Bratpilze gegeben. Man braucht Pilze dazu. Wenn ich fleißig bin, übe ich eines Tages auch ein Meisterkoch zu sein. Dann mach das. Wenn ich groß bin, will ich Schaffner werden. Schaffner sind so cool. Endstation, bitte aussteigen. Okay. Du hast sehr interessante Träume, Kleiner. Die Straubtrockene der Wüste ist ziemlich groß. Wo immer du auch hingehst, du siehst nichts als Sand. Schon viele Wanderer haben dich verirrt, aber da sollten Reisende höchste Vorsicht walten lassen. Oh, und du sollst unbedingt von Wirbelstürmen Abstand nehmen. Laut meiner Quellen wird dich ein Wirbelsturm weit, weit weg. So kannst du dich ganz leicht verirren. Die Bahn! Der Bahnhof von Toadtown ist südlich von hier. Die einzige Möglichkeit, die Staubtrockene Wüste zu erreichen, ist die Eisenbahn. Hast du einfach vor, in die Wüste zu gehen, Mario? Bitte sei doch vorsichtig. Ach, alles chillig. Easy. Hallo, Omelette. Oh, meine Güte, das ist ja Mario. Mein Name ist Omelette. Ich liebe kochen. Wenn du mir Zutaten bringst, werde ich gerne für dich eines meiner energiegeladenen Gerichte zaubern. Möchtest du, dass ich etwas für dich koche? Ja, klar denn. Ja, was hast du denn so? Ja, weiß nicht. Ich hab den Pilz. Kannst du den gebrauchen? Ich koche mit Pilz. Ja, okay, mach. Ich werde dir etwas ganz Fabelhaftes zaubern, Schätzchen. Einen Moment. Tralalalala. Die Musik. Hier bitte. Es ist gar nicht so übel geworden. Hier bitte. Bratpilz. Ein Stack von Amnetier stellt 6 KP und 2 BP wieder her. Ja, haben wir unseren Pilz auf jeden Fall geupgradet. Komm, ja, Zeit wieder, Schatzi. Ich freue mich schon. Na, da kann man hier so oft kochen, wie man will. Warum soll ich dann nicht beide Pilze kochen? Lohnt sich doch. Ich weiß aber nicht, ob ich es riskieren will, meine anderen Items zu kochen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, nur die beiden Pilze reicht erstmal. Haben wir verbesserte Heil-Items. Und dann komme ich den anderen mal wieder. Ich wollte sie nicht schlagen. Sorry, oh Mama. Komm ein andermal wieder. Mario, 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 hast du jemals mehr lieblich vom Sternschnuppengipfel getroffen? Diese Dame ist so schön und geheimnisvoll. Oh, ich bin verrückt nach ihr. Ich hatte, dass sie Bonsai-Bäume züchtet. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Wusstest du übrigens, dass mehr lieblich eine Zwillingsschwester hat? Auch sie muss unglaublich charmant sein. Oh Gott, Junge, Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Der Baum backt ein bisschen rum. Aber das verzeih ich ihm. Sie lässt sich nicht öffnen, muss wohl von innen verschlossen sein. Okay, keine Ahnung, wie wir das öffnen. Oh Gott, hier geht's ja noch weiter mit der Stadt. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich möchte mich erstmal noch ein bisschen umschauen, bevor wir uns umschauen, ja? Ein Screen immer nach dem anderen. Ich sag mal, hier geht's auch noch mal nach rechts. Ah, wohl? Hi.
Hier beginnt der finstere und unheimliche Nimmerzimmer. Nee, was? Unheimliche Nimmerwald. Ah. Ja, da lass du es, ne? Man kann sich darin leicht verirren. Ich empfehle dir, nicht hineinzugehen. Nicht hineingehen, wo reingehen? Sorry, jetzt bin ich schon drin. Aber das ist es gar nicht. Oder meinst du hier? Oh, hier ist ein Wald. Hier ist ein Nimmerwald. Oh. Ich trau mich nicht. Okay, wir lassen es. Wir wollen ja erstmal in eine Wüste gehen. Das sieht nicht nach Wüste aus. Was machst du hier eigentlich? Kann man dich schieben? Bist du zu was gut? Kann man dich wegbomben? Kommt da vielleicht irgendwas raus? Haben wir jetzt Bombett? Nee, leider auch nicht. Sie kann uns hier auch noch nicht weiterhelfen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass hier rechts für später gedacht ist. Und ich möchte erstmal noch wissen, was es hier unten alles gibt. Eine Pflanze. Puff! Hallöchen! Ich bin ein Knospi, aber ich nicht dieses Pokémon. Ich komme von den Blütenfeldern, einem wundervollen Land voller Blumen. Ich würde gerne die zarten Blumen meines Landes auch in dieses Königreich bringen. Du magst doch Blumen, oder? Natürlich magst du sie. Wer mag sie nicht? Aus diesem Grund lasse ich das hier in deiner Obhut. Zaubersamen. Ein Samenkorn pflanzt es im Blumengarten von Tau Town ein. Das sind Blumensamen. Wenn er gut behandelt wird, wird aus ihm eine wunderschöne Blume wachsen. Diese Blumen sind sehr zerbrechlich. Nur jemand mit reinem Herzen kann sie blühen bringen. Bitte pass gut drauf auf, denn Schönheit ist sehr spröde. Okay, wo ist denn der Garten? Leider weiß ich das nicht. Weißt du das, Kleiner? Die Leute sagen, dass in der Röhre da drüben eine große, gefährliche Bestie leben soll. Aber wenn man dir sagt, dass du da nicht reingehen sollst, dann wird es meistens umso interessanter. Es wird dir aber sicher nicht zustoßen, wenn du viele Items mitnimmst. Vermutlich. Okay, also ist da wirklich ein großes, böses Monster, oder was? Was haben wir denn hier? Privat! Oh. Okay, Privatgrundstück. Dürfen wir wahrscheinlich gar nicht erst lang. Was ist denn hier unten? Geht die Stadt noch weiter? Also links gehen sie noch weiter. Oh Gott, hier geht sie auch noch weiter. Das ist eine riesige Tau Town, muss man sagen. Willkommen auf Tau Towns Grund zu Lüf Farm. Spring gegen den Balken über die erzahle 10 Münzen und warte auf das Ei. Schlag es mit dem Hammer, damit der Grund zu Lüf schlüpfen kann. Versuche herauszufinden, welche Art von Grund zu Lüf schlüpfen wird. Erfreue dich an den liebenswerten Grund zu Lüfen. Doch Vorsicht, betrittst du den einzig eingezäunten Bereich, laufen alle Grund zu Lüten davon. Maximal 10 Grund zu Lüten können auf der Farm sein. Schlüpft der 11. Grund zu Lüten, läuft der erste davon. Versuche alle Arten von den zu finden. What? Was zum... Ich liebe Grunzolüten! Ich liebe sie! Du weißt ja, was wir sie waren? Ja? Okay, Grunzolüten sind scheue und geheimnisvolle Wesen, die aus Eiern schlüpfen. Sie sind sehr schreckhaft und laufen davon, wenn du ihnen zu nahe kommst. Betrachte die! Brauchst du sie von hier aus? Es gibt viele verschiedene Sorten. Sie sind leicht zu unterscheiden. Weiße, schwarze, sogar goldene und silberne. Wenn du etwas über einen frisch geschlüpften Grunzolüten erfahren willst, dann frag mich nur. Ich wünsche, die Welt wäre voller Grunzolüten. Das wäre großartig! Was geht hier ab? So viel Stuff in Tau Town zu tun. Ist ein bisschen zu viel, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Boah, 10 Münzen. Ich kaufe mal ein. Ich will wissen, was das ist. Ist es einfach nur ein Schwein oder. Oder was ist es? Hey! Aufwachen! Bonk! Er ist vergoldet. Und was macht er? Ah, das ist ein Blumengrunzolüt! Hübsches Blumenmuster! Und mehr können die nicht? Das sind einfach nur Schweine? Okay. Ich sehe aber schon, hier ist ein Bahnhof. Ist aber gerade zugemauert. Warum auch immer. Mario, ich hoffe, du hast immer gut genügend Items dabei. Du kannst ganz schön in die Klemme geraten, wenn du angegriffen wirst und nichts dabei hast. Ja, das weiß ich schon. Ich rate dir, gut einzukaufen, wenn du lange Reise hast. Gott, die drei Mädels hier. Wir können nicht arbeiten, weil der Pilzpalast davon geflogen ist. Tja, ich glaube, da kann man ja auch nichts machen. Die Mädels und ich wollten ohnehin auf eine lange Reise gehen. Was für ein Glück für uns. Das habe ich ja gemeint, wir sollten nicht gehen, wo es doch gerade so viel Ärger gibt. Aber dann habe ich mich anders entschieden. Wir sind bereit, aber jetzt steht auf einmal der Zug still. Na toll, unser erster Halt wäre die Stadt in der Wüste gewesen. Ich wünsche, wir könnten endlich abreisen. Die Wüste, sagt ihr? Dann muss ich auch hin. Da muss ich ihnen vielleicht helfen. Warst du schon mal in der staubtrockenen Wüste? Das ist wirklich ein grusiger Ort. Dort gibt es Horden von Kaktusmonstern. Diebe, die den Leuten das Geld rauben. Nein, ehrlich? Und das machen Diebe? Und sogar Wirbelstürme. Es ist viel sicherer, einfach dem Pfad zu folgen, um sich nicht zu verirren. Er führt direkt vom Klippenberg zum staubtrockenen Vorposten. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Weg sein wird, den wir gehen müssen, oder?
So einfach wird es wohl nicht sein, oder? Was haben wir denn hier? Ist hier ein Garten? Nee. Aber wir können die kleinen Toddy spielen. Was geht, Mario? Magst du Rutschbahnen? Die Rutschbahnen am Klippenberg sind die coolsten. Ja, manche sind nur ganz kurz, aber andere sind so lang, dass du weit durch die Luft fliegst. Ich will da wieder mal hin. Tja, Mama und Papa sagen nein. Deshalb dürft ihr nicht. Hi. 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 Reden. Hallo. Jetzt nicht? Jetzt. Ich liebe Züge. Du dich auch? Ich bin gar nicht, um zu sehen, wie sie ankommen und abfahren. Aber derzeit scheint sich hier gar nichts mehr zu bewegen. Es macht viel mehr Spaß, wenn der Zug in Fahrt ist. Es rollt sich ja dieser riesige Fels auf den Schienen. Du bist also der Zugfahrer hier? Ja, bist du das? Ich bin ruiniert, völlig am Ende. Ein riesiger Felsbrocken versperrt die Strecke. Oh, dabei ist die Deutsche Bahn sowieso schon viel zu spät. Als der Pilzpalast aus der Erde gerissen wurde, fiel einer der Felsbrocken von diesem Haufen herunter und landete genau hier. Was für ein Pech. Wenn nicht bald was unternommen wird, können wir nicht mehr zum Klippenberg fahren. Ja, kein Problem. Ich mach einfach, BAM! Doch nicht? Okay, Bombett. Das wird doch wohl ausreichen, oder? Yay! Wie sieht's jetzt aus? Kannst du jetzt fahren? Ah, vielen Dank, Mario! Der Zug kann jetzt wieder fahren! Bitte einsteigen! Der Zug zum Klippenberg fährt ab! Kommst du auch mit, Mario? Nee, ich guck mich noch ein bisschen um. Na, okay, dann beim nächsten Mal. Ich komme gleich wieder. Ja, kein Ding. So, ich gehe mal davon aus, dass wir hier dann weiterkommen. Wir brauchen ja hierfür Bombett. Aber ich will zum einen noch nach links gehen und zum anderen möchte ich noch gucken, was in der Röhre sich verbirgt. Weil hier ist ja auch noch Teil von Toadtown. So, und hier sind ja auch noch ein paar Kreaturen. Wenn du nicht auftragen in der Wüste willst, solltest du den Zug am Bahnhof von Toadtown nehmen. Ja, du sagst das auch schon. Ja, kleiner Mann, mein Name ist Zorro. Freut mich, dich kennenzulernen. Z-Vorname, Oro-Nachname. Sag, möchtest du nicht vielleicht deine Werte verbessern? Ja, natürlich willst du das. Normalerweise kostet es 93 Münzen, aber für dich und nur für dich mache ich es für nur 39 Münzen. Wenn du mir 39 Münzen gibst, verbessere ich deine KP, BP oder OP. Ich versuche nicht, dich übers Ohr zu hauen. Komm schon, du weißt doch, dass du es auch willst. Naja, ein Punkt. So muss das. Und jetzt wird auch gar nichts wehtun. So lautet dein aktueller Status. 50 KP, 50 BP und OP 6. Mhm, wähle den Wert, den du verbessern möchtest. Ich mach's mal KP. Ah, okay, also Kraftpunkte verbessern. Ja, los geht's. So, deine Kraftpunkte wurden verbessert. Oh ja, vielleicht ist ein anderer Wert ein wenig abgesunken, aber da kann ich halt nichts machen, ne? Und die Orden, die du gerade noch getragen hast, sind abgelegt worden. Vergiss nicht, sie wieder anzulegen. Bis später. Was zum... Der hat meine BP wieder auf 5 untergesetzt. Das war Betrug. Verdammt. Okay, war klar, dass da irgendwas faul ist an der Sache. Welche hatten wir denn? Wir hatten den... Power Doubts, glaube ich. Wir hatten auf jeden Fall noch den Speedwirbel. Warte mal. Ist nicht dein Ernst, oder? Der hat jetzt meine KP hochgesetzt auf 25, was sehr viel ist. Aber BP und OP ist jetzt komplett wieder runter. Oh, das war ein sehr schlechter Trade. Was habe ich nur getan? Okay, naja, zumindest haben wir jetzt erstmal sehr viel KP. Haha, ich schätze, das ist mal was Gutes oder so. Warum ist hier noch ein Shop? Nichts, okay. Ja, hier ist auf jeden Fall noch ein Shop und eine Tür, wofür wir aber einen Schlüssel brauchen. Okay. Übrigens, Mario, wenn du keinen Platz mehr für weitere Items hast, solltest du sie in dem Itemladen da lagern. Du kannst da einfach alles lagern, was du willst. Mhm. Hä, waren wir hier nicht? Ich weiß es gerade nicht. Hi, ich bin neu in der Nachbarschaft. Ich hätte nicht erwartet, dass es in der großen Stadt so hübsch und ruhig sein würde. Es hat mich zwar ein kleines Vermögen gekostet, hierher zu ziehen, aber ich glaube, das war's wert. Ist das nicht ein hübsches Häuschen? Für mich ist es das.
Hey, du bist doch Mario, stimmt's? Wir sind gerade erst eingezogen. Wir haben eben erst alles ausgepackt. Es ist, als ob ein Traum wahr geworden wäre. Ein ruhiges und schönes Zuhause nur für uns. Ach, ich bin so glücklich. Aber ich habe trotzdem nicht vergessen, dass nur traurige Zeiten herrschen. Ich versuche, meine Fröhlichkeit nicht allzu offen zu zeigen. Die süßen beiden, die leben zusammen. Todi! Todi, erzähl mir mal die Lage. Ich habe ein Gerücht über die versteckten Ruinen in der staubfangenden Wüste gehört. Ja, dann hau raus. Aber ich glaube es nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Wenn ich sie jemals mit eigenen Augen sehen sollte, werde ich es glauben. Ja, was denn? Was denn, Kumpel? Warum sind immer so Lücken, wo man... Wo es so aussieht, jetzt kann man durch, aber da ist da nichts. Hä? Was wohnt denn hier? Kann ich hier was machen? Irgendwie nicht. Oder ist hier was? Hey! Babette, hilf mir! Hier scheint nichts zu sein. Dann gehen wir einfach wieder raus. Komische Toad Town zum Teil. Diese Nachbarschaft, sie ist der ruhigste Ort in ganz Toad Town. Deswegen komme ich auf die Herren nachzudenken. Oh, ich versuche ein wenig fröhlicher zu wirken. Der Palast wird nicht zurückkommen, wenn wir zu Hause bleiben und Trübsinn blasen. Kennst du Park Harry, den Postboten? Er bringt die Post und viele Schätze im gesamten Königreich. Aber er lässt sich leicht ablenken. Das heißt, dass die Post öfter mal etwas zu spät ankommt. Ist das so? Oh Gott, warum ist die Stadt so riesig? Hier kommt der flammende Rubin. Bounce. Hier kommt der Vogel der Bernstein. Bumm. Hier kommt der strahlende Smaragd. Puffs. Sieh doch, Mario. Wir drei sind Helden, genau wie du. Okay, waren die drei Edelsteine etwa ein Hinweis auf irgendwas? Soll ich mir das merken oder so? Wo zur Hölle bin ich hier? Hi. Den großen Fischer, den schnapp ich mir. Hab gehört, Raupen geben die besten Köder. Du da, Fuzzy Pete, du bist mein Köder. Nur weil du angeln willst, soll ich der Köder sein? Das kannst du voll vergessen, Mann. Du spinnst doch wohl. Ich mag zwar eine Raupe sein, aber auch ich habe meine Rechte. Okay. Dies ist der Hafen! Willkommen! Von hier aus kannst du nicht in die staubtrockene Wüste gelangen. Geh besser zum Bahnhof! Also soll ich euch das mal in Ruhe lassen? Okay, ich gehe mal davon aus, hier kommen wir dann zum nächsten Ort hin. Aber warte mal, hier ist auch noch ein Weg. Oder? Nee, das funktioniert zumindest gerade nicht. Okay, dann wissen wir zumindest schon mal, wo es weitergeht. Nach der staubtrockenen Wüste. Also, Toad Town ist wirklich einfach die Hub-Area, könnte man sagen. Von hier aus gelangt man wirklich überall hin. Riesiges Toad Town. Irgendwie ist das auch cool, muss ich zugeben. Ach stimmt, die Röhre wollten wir uns dann noch anschauen. Na komm. Gucken wir ganz kurz, was in der Röhre ist. Ein Secret Boss? Sind wir vielleicht noch zu schwach dafür? I don't know. Kannst du das freisprengen hier? Mario mit einer Stampfattacke könnte das, aber wir können das nicht. Bonk. Hier können wir durch. Warte, wir können speichern. Okay, ich speichere mal. Einfach nur so zur Sicherheit. Irgendwas passiert denn jetzt nämlich. Guckt euch diese Goombas an. Das sind diese blauen Goombas aus dem ersten Mario Bros. In der Höhle. Die sahen genauso aus. Goomba. Ich sehe deren Lebensanzeige nicht, deshalb sind das keine normalen Goombas. Obwohl sie einfach nur Goomba heißen. Ja, komm, scanne ich sie mal lieber. Das ist ein Goomba. Nee, das ist ein Glumba. Glumbas sind fiese Gumbas, die in den Tunneln unter Toad Town leben. 7 KP, 2 Angriffskraft, keine Verteidigung. Sie sind stärker als normale Gumbas, aber du kannst sie trotzdem leicht besiegen. Du schaffst das, Mario. Ach, das sind Glumbas. Okay. Ich bin mir aber ziemlich sicher, im ersten Mario Bros. Hießen die nicht Glumba. Jetzt habe ich leider das Problem, dass ich fast down bin, ne? Nicht so gut. Ich versuch's mal. Boing. Boing. Komm. Komm, ich schaff's. Nein, zu spät. Egal, Gumbari schafft es schon. Boing, bam. Wie Mario guckt so. Verdammt, ich glaube, ich esse gleich lieber mal mein Heal-Item. Sonst habe ich ein großes Problem. Aber so viel Schaden macht er mir nicht, oder? Der kann mir doch niemals jetzt noch 4 Leben abziehen, oder? Oder, oder, oder? Nein! Kann er nicht. Bumm. Ja, also. Trotzdem so viel XP geben sie nicht. Ich
glaube, ich sollte vielleicht trotzdem einfach mal die Gegner von den Gegnern abhauen, weil die halt wirklich nicht viel geben. Ein Bratpilz. So, wie viel heilt er mich? 6 nur? Boah, na gut. Was soll's. Ist hier noch ein Gegner drin oder so? Oder was ist hier? Also, das sind Münzen. Das Problem ist in diesem Spiel, wenn man einmal sich bewegt und dann springt, dann geht es halt automatisch in die Richtung. Kann ich zurückdrücken dann? Oh, so ein bisschen. Da oben ist auf jeden Fall einer. Oh, ein Superpilz. Ein wahrer Superpilz. Stellt 10 KP wieder her. Wow, cool. Danke, Spiel. Boing. Der ist auch neu. Mist. Deshalb auf jeden Fall scannen. Stachelglumper, oder? Ganz recht. Diese Glumper-Athleten in Tunnel von Toadtown. 7 KP, 3 Angriff und keine Verteidigung. Pass auf ihre stacheligen Helme auf. Es ist wie die normalen Glumpers mit Stachelhelmen. Okay, das ist also exakt das gleiche. Verstehe. Bam! Oh Gott, das wird nicht gut enden, dieser Kampf. Boah, die machen 2 Schaden, obwohl ich blocke. Nein, das müssen wir anders regeln. Das geht so nicht. Ich versuch's mit Bombett. Ja, Body Slam eigentlich, ne? A gedrückt halten, okay. Ach, bis daneben. Ja, das Timing davon ist nicht so einfach. Das ist ein bisschen doof. Das ist nicht so ein bisschen doof, es ist sehr doof. Ich bin tot. Oh mein Gott. Game over. Oh wow. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell gehen würde bis zum ersten Game over. Ich wusste, ich würde Game over gehen irgendwann, aber... Nee, warte, das ist theoretisch der zweite. Beim ersten habe ich kurz vorm Game over ausgemacht. Ja. Die muss ich neu scannen. Das muss ich alles generell neu machen. Machen wir das ein andermal, okay? Aber wenn wir dann wieder hier zurückkommen, werde ich das skippen. Diesen Raum. Nur, dass du Bescheid wirst. Ja, ich glaube, ich bin dafür noch zu schwach. Man kann das wahrscheinlich jetzt auch schon machen, wenn man will, aber ich lasse es lieber. Hat er gerade gesehen, dass das nicht so gut läuft. Oh, warte, was? Hä? Ernsthaft? Die dünnen Bäume geben auch was? Habe ich nicht gewusst. Hi, rein da bitte. Danke. Casino oder was? Wo bin ich denn jetzt? Ich gewinne, Baby! Hä, ist das wirklich gleich so? Dieser alte Koopa, den ich ja schon lange habe, nicht mehr... Der alte Koopa habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Früher war er oft hier, aber er hat immer ziemlich viel verloren. Wo bin ich hier? Ergebnis? Hä? Hallo Mario, willkommen im Casino. Um hier spielen zu können, musst du eine Glückskarte haben. Und du musst mindestens 18 Jahre sein. Wenn du unter 18 Jahre bist, musst du Einverständnis deiner Eltern mitbringen. Die Art der Spiele, die dir zur Verfügung stehen, hängt von der Art der Karte ab, die du hast. Okay, wo krieg ich die Karte her? Na, wissen sie nicht. Okay. Muss ich mal einfach ein bisschen rumfragen, ob jemand eine Casino-Karte hat, scheinbar. Aber okay, gehen wir jetzt erstmal zur Shoppark und Wüste. Da wollte ich jetzt sowieso die ganze Zeit lang schon hin. Aber erstmal Klippenberg. Okay, der ist zu fett jetzt. Sofort, also schnell einsteigen, bitte. Okay. Babette kommt mit. Genauso wie die anderen beiden, die sind in meiner Tasche. Die habe ich einfach kurz gefalten. Das ist ja für Platz. Hinsetzen, Herrschaften, wir fahren nun zum Klippenberg. Dieses Training von Bombett, das sieht so aus, als würde sich dadurch der Zug drehen. Na egal. So, hier ist schon die Wüste. Aber hier ist halt nur Wüste und mehr nicht. Deshalb ein bisschen weiterfahren sollten wir schon. Bis irgendwo Land ist. Oder irgendwas. Aber die Wüste hat mehr Gras und generell mehr Deko als erwartet. Und damit fängt Kapitel 2 an. Wie der Wind der Wüste. Sehe ich schon, einen Kettenhund. Aha. Endlich Kapitel 2. Das wollte ich heute auf jeden Fall noch erreichen. Das war mir wichtig. Muss ich was drücken? Nee. Okay.
sind angekommen beim Klippenberg. Hallo. Klippenberg! Passiert Passagiere in Richtung Staubtrockene Wüste oder staubtrockener Vorposten werden gebeten, von dieser Haltestelle aus den Klippenberg zu überqueren. Alles klar, jetzt sind wir auf uns allein gestellt, wie es scheint. Speichern wir erstmal ab. Ich will nicht wieder da hinten spawnen. Oh Gott, nein, bitte nicht. Da bin ich doch zu schwach für, glaube ich. Vor allem jetzt, wo... falscher Knopf. Wo mir so viel geklaut wurde hier. Das hat sich absolut gelohnt. Die Bahn ist wieder in Betrieb! Puh, das war auch Zeit! So noch Zeit! Endlich kann ich wieder zurück nach Toadtown! Der hat so lange gewartet. Wenn du die Stromdruckende Wüste willst, musst du zuerst den Klippenberg überqueren. Folge den Pfeilen auf den Wegweisern, um dich nicht zu verirren! Viele furchterregende Wesen bewirken die Gegend hier. Sofern du nicht äußerst vorsichtig walten lässt, kannst du ganz schnell eine Abreibung bekommen, die du so schnell nicht wieder vergessen wirst. Wenn die Lage aussichtlos erscheint, solltest du besser davonlaufen. Ich zumindest würde es tun. Okay, davonlaufen, sagst du? Nein, Mario. Mario läuft doch nicht davon. Aber Mario braucht jetzt erstmal ein bisschen Geld. Das Ticket war so teuer. Ein Ei? Ein Ei! Ein Ei unbekannten Ursprungs. Stell 5 KP wieder her. Wir können es einfach essen? Wir sollten das Ei essen? Sollen wir es nicht, ich weiß nicht, brüten oder so? Ich habe auf dem Klippenberg einmal eine Kreatur gesehen, die man Wacker nennt. Der war vielleicht süß. Ein süßer Wacker? Okay. Da bin ich mal gespannt, du. Wenn ich den sehe. Ich hoffe, da unten gab es nichts. Warte mal. Wir können ja sowieso jetzt so schnell sprinten. Okay, so viel schneller ist es ehrlich gesagt nicht. Ah, ne, hier war nur... Okay, sorry. Ich dachte, vielleicht wäre da noch was. Gut, schauen wir uns hier oben nochmal alles gründlich an. Die Schelle können wir nicht wegmachen. Nein, Mario mag das nicht. Na gut, erklimmen wir einfach den Berg. So, sehr schön. Full Heal. Ah, nein, verflixt, wo kann er nur sein? Hm? Wer hat das denn gesagt? Ah, pass doch auf, blöder Passbote. Oh, verzeihen, Leute. Ich bitte vielmals um jetzt. Verzeihen. Ich war auf der Suche nach etwas und habe nicht aufgepasst, wo ich hinfliege. Ja, ich akzeptiere deine Entschuldigung. Moment mal, bist du nicht Mario? Doch, du bist es. Du bist der Mario. Ich habe dir noch heute Morgen den Brief gegeben. Ich grüße dich. Hallo. Ah, nee, das war nicht heute Morgen. Das war vor ein paar Tagen. Hey, ich bin so dusselig. Mein Name ist Paracarry. Ich bin ein Briefträger. Normalerweise bin ich die Zuverlässigkeit in Person, aber momentan habe ich ein Problem wegen eines verlorenen Briefes. Ich muss ihn irgendwo auf dem Klippenberg verloren haben und jetzt kann ich ihn nicht mehr finden. Solltest du hier irgendwo über deinen Brief stolpern, dann sag mir doch bitte Bescheid, ja? Mein Job steht auf dem Spiel. Bitte, ich brauche das Geld für meine Kinder. Inzwischen werde ich hier weitersuchen. Der Arme. Na gut, wollen wir ihm doch mal helfen, den Brief zu finden, oder? Bestimmt ist er hier irgendwo auf dem Weg. Ganz zufällig. Können wir da nicht hoch? Nein. Okay. Hm. Das ist also nur ein Rückweg, oder was? Warte mal. Ist das hier nur ein Rückweg? Tschüss. Hört das jetzt auf da oben? Nee, das weiß ich nicht. Okay, seltsam. Aber irgendwie lustig. Hey, Monty! Die gibt's also auch in dem Game. Warte. Ich sollte eigentlich immer mit Gumbari rumlaufen in einem neuen Gebiet. Ich bin zu doof, um das zu checken. Das ist ein Monty-Maulwurf. Monty-Maulwürfe werfen gerne mit Felsbrocken. 3 KP, 2 Angriffskraft, keine Verteidigung. Irgendwie haben sie furchteinflößendes gruselige Gesichter. Aber eigentlich sind sie eher schwach. Vielleicht tragen sie Sonnenbrillen, weil sie sehr lichtempfindlich sind. Oder es ist gerade modern. Keine Ahnung. Nicht mal du weißt das. Hey, aua! Die speisen mich mit Stein ab! Aua. Und die machen auch noch 2 Damage. Vielleicht war da HP ab. Noch nicht so schlecht. Oh, boing. Boing. Warte, 3 Leben hatten die. Das ist sehr blöd, weil 3 Leben. Ich kann auch nur 2 Damage machen. Außer ich benutze irgendein Item oder so. Aber habe ich jetzt nichts. Ich hab halt keine OP mehr. Ich weiß nicht, ob ich Blütenpunkte nächstes Level will oder wieder OP. Auf jeden Fall muss ich wieder zurückbekommen jetzt. Das ist wirklich nervig. Ich mag das nicht, dass dieser Typ mich verarschen konnte.
Ach, bist jetzt fleißig kämpfen. Oh Mann. Ja, so sieht's zwar aus, leider. Zumindest momentan. Okay, ist ein Speicherblock, das heißt, hier geht's weiter. Was ist denn da unten? Ist da unten ein Bonus? Also hier ist auf jeden Fall noch ein Bonus. Ein Item. Ein Schäfchen. Bam. Aber schnell. Knopf spam. Passt schon. Oh Gott, so viele von euch. Nein. Also da habe ich andere Pläne, Freunde. Da habe ich andere Pläne. Der Power Panzer. Bam. Mhm. Hab ich jetzt leider ein bisschen BP gekostet, aber nach dem Kampf soll ich auch bestimmt wieder ein paar bekommen, oder? Schön abgeblockt. Ah, Mist. Der hat eine andere Flugrichtung gefühlt. Aber schaut mal, wenn ich die besiege, deren Loch bleibt trotzdem. Das ist irgendwie seltsam. Können die sich wiederbeleben später, oder wie soll ich mir das vorstellen hier? Bam. So, verschwindet! Verlogenes Gesindel! Haut ab! Lass ich hier nie wieder blicken! Sonst lauche ich euch ein! Kapiert! Gut. Hier ist noch was. Oh. Hi! Wacker! Ich bin Wacker! Ein weiterer Postkarten! Schöner Tag auf dem Klippenberg! Uhu. Der Sonnenschein, die frische Luft! Alles ist so schön! Wacker du! Wacker! Ich bin Wacker! Gestern war auch schön. Okay, warte mal, Waka. Das heißt Wack? Also, Wack! Wackau, schlag mich nicht! Oh, hat mir was gegeben. Wackas Kick! Wackas Nuts, Alter. Das Ding kickt wirklich. Stellt 25 KP und 25 BP wieder. Wow, cooles Item. Und damit, Leute, würde ich sagen, Wack doch auch mal den Like-Button oder so. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Paper Mario 64. Yeah, boing. Ich sollte wirklich mal wechseln auf den Bahnhof. Kommen bestimmt noch neue Gegner dazu. Das